Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir über No Rest for the Wicked. Es hat ja in der letzten Woche ein Wicked Inside stattgefunden und da haben wir einiges Neues zu diesem Spiel erfahren. Allerdings habe ich in diesem Video nicht nur diese Updates dabei, sondern weiteres neues Gameplay, neue Infos über die Präsentation hinaus. Es ist nicht nur Souls-like hier, sondern ein sehr geiler Mix für Souls-like-Muffel, wie zum Beispiel auch ihr mich. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann erfahrt ihr natürlich auch in Zukunft alles weitere zu diesem Game, denn ich werde hier auf jeden Fall im Early Access mit einsteigen und das Spiel weiterhin mit Updates, News und Content versorgen. Wir steigen heute ein und zwar erstmal in viele Dinge, die wir eigentlich noch nicht gesehen haben bei der Videopräsentation, die live stattgefunden hat. Nämlich, es wurde erwähnt, dass es sozusagen Target Farming geben soll. Des Weiteren ein Gem-System und ein Runensystem. Von dem Runensystem wussten wir, glaube ich, schon, aber Gems wurden auch als Name gedroppt. Also hier wird es Möglichkeiten geben, sein Gear anzupassen an eigene Spielbedürfnisse und das Equipment gewissermaßen zu pushen. Auch der Handel wird eine Rolle spielen in No Rest for the Wicked. Und wer das noch gar nicht auf dem Schirm hatte, sollte jetzt genau hinhören. Denn es wurde in einem Interview gesagt, dass man Items für andere Spieler in seiner eigenen Welt bereithalten kann. Wenn man sich jetzt allgemein sowieso fragt, wie läuft denn das ab in No Rest for the Wicked, ist das wie bei einem Souls-like-Game, dass man zum Beispiel zu Bosskämpfen rüber zu einem anderen Spieler kann? Nein, es ist viel offener eigentlich als das. Jeder Spieler hat seine eigene Welt und auch seine eigene Stadt, in der er sich quasi auch auf- und ausbaut, denn man kann ja auch in eine Schmiede zum Beispiel investieren oder in sein eigenes Häuslein, wenn man denn eins gekauft hat, wenn man genügend Geld dafür hatte, kann man sein Haus auch aufbauen und so weiter und so fort. Das heißt, jeder Spieler hat seine eigene Welt und man kann andere Spieler auch zu dieser Welt einladen oder in diese Welt reinlassen. Genauso kann man aber selbst auch zu anderen Spielern in die anderen Welten gehen und dort mit diesen Spielern spielen. Es ist meiner Auffassung bisher folgendes Spielprinzip. Wenn ihr zu einem anderen Spieler in der Welt geht, bekommt ihr den Loot, bekommt ihr euren Charakterfortschritt. Aber der Weltfortschritt steht für den Spieler, der das Spiel hostet sozusagen. Also bei dem ihr in der Welt seid. So fasse ich das bisher auf. Zum Handel allerdings zurückzukommen, ist es so, dass ihr auch von eurer Welt zu einem anderen Spieler in die Welt Items mitbringen könnt. Und dann frei tatsächlich mit einem anderen Spieler Handel betreiben könnt. Ist also ein sehr offenes System, sehr oldschool, sehr fein. Freut mich persönlich sehr. Man kann also richtig coolen Loot, den man gefunden hat, aber vielleicht selber nicht braucht, aber einen Freund brauchen kann, kann man dem anderen einfach geben. Des Weiteren konnten wir sehen, auch im Gameplay, dass es einen Überraschungskill von hinten geben wird. Also gerade wie bei einem Souls-like-Game, wenn man sich von hinten anschleicht, der andere einen nicht bemerkt, bam, sofort tot. Das gibt es auch. Beim Early Access ist das Spiel nur für den PC, also auf Steam verfügbar, aber sobald das Ding released, wird es auch für die Konsolen verfügbar werden. Vielleicht noch ein bisschen früher, wer weiß das schon, könnte es ja alles passieren. Des Weiteren ist aber auch wichtig hier zu erwähnen, dass in diesem Spiel keine Mikrotransaktionen zu erwarten habt. Es gibt also keine Microtransactions, es gibt keinen Ingame-Shop sozusagen, der euch mit irgendwas lockt oder irgendwie Geld von euch möchte. Das gibt es in diesem Spiel nicht. Das Spiel wird weiterhin nach Release Updates bekommen und es wird Expansions geben für dieses Game. Ich gehe mal davon aus, dass diese Expansions dann bezahlte Expansions sein werden. Vielleicht eher in dem Spielprinzip, wie ein Diablo 2 es damals gemacht hat, dass Diablo 2 damals immer Updates bekommen über die Zeit und dann irgendwann kam eine Expansion raus zum Beispiel. Ihr wisst es ja selber, Lord of Destruction. Und dann, das war zum Beispiel mit 30 Euro oder so und gab es, oder ich weiß gar nicht, wie viel das damals war, auf jeden Fall ging halt dann mehr Content rein ins Game und ihr konntet weiterspielen, habt mehr Story bekommen und so weiter. Ich denke, genau dieses Spielprinzip verfolgt No Rest for the Wicked auch. Ein Oldschool-Ansatz, der mir persönlich sehr gefällt. Wer jetzt allerdings immer noch so am Zaun steht und sagt, was ist das mit diesem Game? Ich weiß nicht so recht. Es ist natürlich kein Hack-and-Slay-Game, das muss man festhalten. Also wer jetzt wirklich durch Monsterhorden durchrushen will und durchschnetzeln möchte, das bringt No Rest for the Wicked nicht mit. Ist es aber deshalb ein reinblütiges Souls-like-Game? Das auch nicht, denn es gibt hier einige Hinweise, dass es nicht so kommt. Es gibt zum Beispiel kein Lagerfeuer, an das ihr euch hinsetzen könnt und dann resettet sich die Spielwelt oder resetten sich die Bosse. Diese Funktion gibt es in No Rest for the Wicked nicht. Genauso gibt es nicht die Funktion, dass ihr zum Beispiel Erfahrungspunkte gesammelt habt. Ihr sterbt dann und dann verliert ihr diese ganzen Erfahrungspunkte, weil ihr gestorben seid.
Diese Funktion gibt es meines Wissens in diesem Spiel ebenfalls nicht. Des Weiteren ist das Spiel eigentlich relativ soft und verzeihlich, wenn man viel Heilsachen dabei hat. Man kann im Inventar einiges dabei haben an Essen. Wenn man was isst, hat es einen Cooldown drauf. Man muss dann schon ein Weilchen überleben, quasi mit der Lebenspunkteladung, die man bekommen hat. Aber man hat tendenziell einfach die Möglichkeit, alles Mögliche zu futtern. Du kannst erstmal Pilze essen und danach gibt es irgendein anderes Gericht, was ihr noch im Inventar habt. Und dann könnt ihr das mampfen, um zu überleben. Also solange hier am Ball bleibt, ausweicht und Schaden vermeidet, könnt ihr theoretisch sehr lange durch die Kämpfe durchgehen. Ob euch das gelingt natürlich mit dem lange Überleben, ist die andere Frage. Aber hier sind auf jeden Fall sehr aufgeweichte Prinzipien von Souls-like zu finden. Deswegen für mich auch hier dieses Game ein wirklich interessanter Kandidat. Gerade eben auch wegen der Top-Down-Perspektive, von der ich mir persönlich verspreche, dass ich eine bessere Übersicht habe über den Kampf. Deswegen auch besser die Angriffe von den Monstern sehen kann, studieren kann und darauf reagieren kann. Und ich glaube, das macht das Souls-like-Muffeln eher leichter, in dieses Spiel reinzukommen, als jetzt bei einem Dark Souls zum Beispiel. Ja? Gehen wir aber weiter. Was haben wir denn eigentlich noch alles erfahren zu diesem Game? Da gibt es eine ganze Menge Leute und das habe ich heute für euch alles im Gepäck. Man hat sich ja bisher gefragt, was ist mit der Welt los, die ist handgefertigt. Also es ist nicht prozedural generiertes Zeug, dass ihr kommt wieder ins Game und seht, die Welt ist jetzt alles umgebaut worden von der KI quasi und sieht einfach anders aus. Sie haben es eher andersrum gemacht, dass die Welt interessant ist durch das Level-Design. Es geht viel nach oben, es geht viel nach unten. Es ist viel versteckt an verschiedenen Winkeln und Orten. Und das soll diese Welt trotzdem lebendig halten. Aber nicht nur das, sondern wenn ihr einen Platz oder einen Ort wieder besucht nach einer Weile, sind dort vielleicht keine Schatztruhen mehr an der einen Stelle, sondern vielleicht ein fetter, dicker, ekliger Boss, der euch an die Gurgel will. Und so zirkulieren sie quasi verschiedene Monstertypen auch an den Stellen, wo ihr vielleicht sonst was anderes erwartet und habt dadurch eine schöne Abwechslung oder findet sogar was anderes, was ihr dort einfach nie gefunden hattet. Und das soll diese Welt einfach auch langfristig interessant halten. Mehr zu dem Endgame aber kommt noch. Wir erwähnen nachher im Video auch noch was dazu. Ihr habt zufällige Beute in diesem Spiel. Das heißt, was in den Truhen drin ist, ist zufällig generiert. Es gibt bei dem Loot unterschiedliche Seltenheiten. Es gibt 4 Seltenheiten meines Wissens, wenn ich richtig im Kopf habe. Und die höchste Stufe sind aber tatsächlich doch auch einzigartige handgefertigte Gegenstände, weil die Game-Designer oder Loot-Designer, sage ich jetzt mal so, einfach auch ein Konzept im Kopf hatten, mit bestimmten Items euch eine bestimmte Spielweise zu präsentieren. Und zu sagen, hey, mit diesem einzigartigen Item könnt ihr so und so spielen und das könnte ziemlich cool sein. Aber es gibt auch Items, wo diese Affixe gewürfelt werden und wo ihr sozusagen Loot findet, der einfach auch generiert ist dann tatsächlich mit den Affixen, die er hat und der Kombination von den Affixen, also den Bonuseffekten, die drauf sind. Es gibt verfluchte Items sozusagen, die sind eine Stufe niedriger als die einzigartigen. Da habt ihr viele starke Boni, aber ihr habt auch einen Malus, also einen Minuseffekt, den ihr in Kauf nehmen müsst, um die fetten positiven Boni zu bekommen sozusagen. Dann gibt es blaue Gegenstände, die haben einfach, das ist sozusagen der sichere Weg weiterzugehen. Ihr habt viel Positives drauf, kein Negatives, aber einfach nur solide, schöne, gute Effekte für euch. Und dann gibt es aber noch den weißen Loot, wo man jetzt normalerweise sofort sagen würde, Trash. Ja? Aber sie möchten mit dem weißen Loot die Möglichkeit bieten, diese Gegenstände so stark verändern zu können, wie man keinen anderen Gegenstand verändern kann. Also blau kann man nicht so stark verändern. Oder einzigartige und so weiter. Das heißt, ihr habt bei den Weißen die Möglichkeit, diesen Loot wahrscheinlich durch das Runensystem und das Gem-System so an eure Bedürfnisse anzupassen, so stark an eure Bedürfnisse anzupassen, wie ihr es bei den anderen Seltenheitsstufen nicht tun könnt. Und das, wenn das funktioniert, ist es natürlich ein super gutes Konzept, denn dann macht der weiße Loot auch Sinn. Und sie haben auch gesagt in einem Interview, dass sie einfach wollen, dass der Trash-Loot quasi verschwindet aus dem Game, sondern alles, was man findet, hat eine Daseinsberechtigung. Und das ist natürlich besser aus vielerlei Hinsicht, vermeidet viel Micromanagement im Inventar, dass man viel verkaufen muss, dass man viel hin und her laufen muss, dass man immer das Inventar voll hat, dass man immer zu überladen ist wahrscheinlich auch. Und ich finde das Konzept auf jeden Fall gut. Ich bin gespannt, wie sich das dann ausgeht in der Praxis. Des Weiteren bringt das Spiel ein dynamisches Wetter mit.
was ihr auch schon im Gameplay sehen konntet, mit Regen und Sturm und Wind in den Ästen und so weiter, sehr schön gestaltete Welt, aber auch ein Tag- und Nachtzyklus gibt es in diesem Game. Das heißt, hier verändert sich die Welt auch, was die Beleuchtung angeht, und die Lichteffekte, die in diesem Game sind, sind wirklich toll, wie ich finde. Was die Steuerung anbelangt, habt ihr übrigens eine Analogstick-Bewegung, also eigentlich mit dem Controller seid ihr gerne unterwegs natürlich, aber ihr könnt dann auch mit dem Keyboard, mit WASD-Movement, ebenfalls am PC, die Figur steuern, je nachdem, wie ihr es wollt, aber es gibt kein Point-and-Click, wie man es bei einem Hack'n'Slay zum Beispiel erwarten würde. Die Kämpfe sind animationsgesteuert, also es kommt natürlich darauf an, dass ihr ausweicht, ihr könnt parieren, ihr könnt Angriffe blocken, wenn ihr zum Beispiel ein Schild habt, könnt ihr sehr gut blocken. Das soll quasi sich anlehnen an die Souls-like Games, das seht ihr natürlich auch im Kampf. Als wir vorhin über die Waffen geredet haben, ist es so, dass die auch spezifische Runen drauf haben können, und diese Runen könnt ihr dann extrahieren und dann eben auf eine andere Waffe draufpacken, so habe ich das bisher verstanden. Jeder Waffentyp in diesem Spiel hat ein unterschiedliches Moveset, das heißt, wenn ihr ein Einhandschwert habt und mit einem Schild zum Beispiel unterwegs seid, dann habt ihr andere Bewegungsmöglichkeiten, andere Angriffe, Angriffsmöglichkeiten, vielleicht auch Spezialattacken bei bestimmten Gegenständen, als zum Beispiel mit einem fetten Zweihandschwert. Also hier erwartet euch ein anderer Spielstil, oder auch wenn ihr einen Bogen findet oder einen Zauberstab, sowas gibt es ja auch in diesem Game. Je nachdem, was ihr da gerade ausrüstet, müsst ihr euch mal mit auseinandersetzen und studieren, wie kann ich damit zocken, wie kann ich mich damit bewegen, welche Angriffe kann ich damit machen. Und je nachdem, was euch besser gefällt, rüstet ihr das oder das aus. Das bedeutet auch, ihr habt in diesem Spiel keine Klassenwahl am Anfang, wenn ihr einen Charakter erstellt, sondern ihr geht einfach so ins Spiel und schaut, was ihr findet, rüstet aus, worauf ihr Bock habt, probiert das aus, und wenn ihr merkt, hey, nee, werde ich nicht so warm mit diesem Spielstil, packt ihr einfach was anderes drauf. Und das ist auch eine interessante Sache. Ihr habt nämlich drei Belastungskategorien, sage ich jetzt mal so. Wenn ihr leichte Rüstung tragt, könnt ihr schnelle Dash-Moves machen und schnell aus dem Kampf ausweichen und so weiter. Wenn ihr mittlere Rüstung tragt, habt ihr eine Ausweichrolle. Ihr verbraucht dadurch auch mehr Ausdauer durch das Ausweichen, weil ihr ja schwerer seid. Und wenn ihr eine schwere Rüstung tragt, wird das Ganze noch ein bisschen zäher und schwerfälliger und verbraucht noch mehr Ausdauerpunkte. Bedeutet, ist ein Spielprinzip, was man auch zum Beispiel von Remnant from the Ashes kennt. Da ist es ähnlich konstruiert gewesen, fand ich eine gute Herangehensweise und macht natürlich auch Sinn. Das müsst ihr euch auch noch reinziehen natürlich, wenn ihr euch in dieses Spiel begebt, dass ihr einfach unterschiedliche Movesets habt und somit aber auch eine schöne Abwechslung und Möglichkeiten im Kampf einfach durch die Gegend zu schnetzeln. Das ist aber noch nicht alles, Leute, denn bei der ganzen Infoflut kam noch viel mehr ans Tageslicht. Zum Beispiel die Stadt, die Hauptstadt Sacrament. Und hier habt ihr nicht nur eine Stadt, wo ein paar NPCs rumstehen und ihr ein bisschen Loot verkaufen könnt oder so. Ihr habt viel mehr Möglichkeiten als das. Eine davon ist, dass ihr euer hart verdientes Gold, oder was ihr zumindest von Feinden erbeutet habt, investieren könnt in ein eigenes Häuslein. Und dort könnt ihr Möbel reinstellen, ihr könnt Schatzkisten reinstellen, ihr könnt sogar Schränke reinstellen, die haben mehr Fassungsvermögen für Verbrauchsgegenstände als Schatzkisten, die ihr reinstellen könnt. Da könnt ihr zum Beispiel auch überlegen, möchte ich lieber mehr auf Verbrauchsgegenstände setzen und da mehr lagern können, oder möchte ich mehr echten Loot lagern können in den Schatzkisten. So könnt ihr rumprobieren, ihr könnt viele Sachen da reinbasteln, um euer Crafting auch zu betreiben. Und habt also dekorative Gegenstände für euer Häuslein, aber auch sehr funktionale Gegenstände, die ihr wirklich gebrauchen könnt. Denn, wo ich jetzt gerade über Crafting geredet habe, habt ihr sehr viele Möglichkeiten, die sich ebenfalls in Sacrament befinden. Unter anderem zum Beispiel ein Schmied, den ihr euch freischaltet im Laufe der Geschichte, ziemlich früh sogar. Und wenn ihr dem helft, dem zum Beispiel auch Ressourcen gebt, dann habt ihr bei diesem Schmied mehr Möglichkeiten. Ihr könnt eure Ausrüstung höher aufwerten beim Schmied. Der Schmied bietet weitere Funktionen an, wie zum Beispiel Ausrüstung auch reparieren zu können, denn ihr müsst Ausrüstung auch reparieren in diesem Game. Oder ihr habt einfach ein besseres Angebot, was der Schmied an Gegenständen verkauft, die vielleicht für euch auch interessant sein könnten. Und so geht das weiter mit anderen NPCs für Verbrauchsgegenstände, zum Beispiel ein Koch oder so. Ihr könnt euch da viel ausmalen. Und wo ich jetzt gerade darüber gesprochen habe, fragt ihr euch wahrscheinlich, Ressourcen? Welche Ressourcen?
Einerseits natürlich die Goldmünzen, die ihr euch verdient durch Monster abschlachten, andererseits aber auch durch Rohstoffe, die ihr findet in der Welt. Ihr könnt nämlich zum Beispiel angeln gehen, ihr könnt Bäume abholzen, ihr könnt Kräuter finden, Kräuter aufsammeln zum Beispiel. Und ich glaube, ihr könnt auch Steine klopfen oder seltenes Erz oder Material in der Form abernten. Es wird, glaube ich, in Zukunft auch so eine Art Landwirtschaft geben, dass ihr Felder bestellen könnt und dann was für eure Konsumgegenstände tun könnt. Sowas wird, glaube ich, nach dem Release ins Spiel finden. Da gibt es ja eine Roadmap dazu, die ich euch wahrscheinlich auch irgendwann im Video hier einblenden werde. Also hier sind auf jeden Fall coole Funktionen am Start. Die Welt zu entdecken lohnt sich sehr. Es gibt Sammelgegenstände, es gibt hinter Wasserfällen versteckte Schatzkisten und so weiter und so fort. Also ihr habt wirklich viele Möglichkeiten, in dieser Welt unterwegs zu sein. Ihr könnt geradeaus durchlaufen zum nächsten Ziel oder ihr könnt links, rechts, nach unten, nach oben gehen, um dieses und jenes zu entdecken und ein anderes Abenteuer zu erleben, besseren Loot zu finden und so weiter und so fort. Also klingt richtig spannend. Bevor wir es vergessen, zum Abschluss des Videos, ihr levelt natürlich auch euren Charakter auf und ihr könnt dann Punkte, die ihr verdient, in Attribute verteilen. Und oh, das habe ich vermisst, muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass ihr einfach Punkte zur Auswahl habt und ihr könnt Schwerpunkte legen für euren eigenen Charakter. Worin möchte ich stark sein? Möchte ich mehr aushalten können? Möchte ich mehr Schaden machen? Keine Ahnung was, ja? Geschicklichkeit aufwerten und so weiter. Ihr habt jedes Mal bei einem Level-Up die Möglichkeit, diese Punkte zu verteilen und euren Charakter natürlich stärker zu machen, abseits von dem Loot, den ihr findet. Was das Endgame anbelangt, habe ich bereits erwähnt, dass sich die Welt ständig verändert. Wenn ihr zu einer Zone zurückkehrt, an der ihr schon wart, werden andere Feinde auf euch warten oder andere Überraschungen an anderen Winkeln auf euch warten, wenn ihr dorthin geht. Des Weiteren gibt es aber auch eine Art Portal und dort werdet ihr wahrscheinlich irgendwo hingehen, wo die stärksten Feinde auf euch warten werden. Wie das genau aussieht, haben sie noch nicht gezeigt, aber es gibt auf jeden Fall ein Endgame-System und ich gehe stark davon aus, dass in künftigen Updates nach dem Early Access auch noch mehr ins Spiel finden wird, beziehungsweise wir einfach auch mehr erfahren werden, was dieses Spiel hergibt im Endgame und welche Motivatoren es da sozusagen geben wird. Wer jetzt neugierig aufs Spiel geworden ist, am 18. April startet das Game schon. Ich habe euch ja schon vor Monaten darüber berichtet und hatte gehofft, es kommt ja auf jeden Fall noch in 2024. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es nach der Ankündigung schon ein Monat etwa später in den Early Access geht. Ich habe es mir natürlich gehofft, weil es war das zweite Quartal jetzt angepeilt nach einer Verschiebung. Aber hey, richtig geile Sache. 18. April geht's los, Leute. Und wie gesagt, wenn ihr mit am Start sein wollt bei dem Game hier, ich werde das Game auf jeden Fall supporten, denn ich habe richtig Lust drauf bekommen. Und in diesem Sinne, Leute, lasst mir gerne noch eure weiteren Fragen unten im Video da oder auch euer Feedback, wie euch dieses Video gefallen hat. Ob ihr mehr sehen möchtet zu diesem Game, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder, ne? Macht es gut, viel Spaß weiterhin und auf Wiedersehen. We'll be right back.